In der heutigen Newsfolge handelt es sich nur um den offiziell bestätigten Rennkalender für 2020 und deren Verträge. In 9 Sekunden wisst ihr mehr. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Am Freitag hat die FIA den Rennkalender für die Saison 2020 offiziell bestätigt und wie zu erwarten findet in Deutschland kein Grand Prix statt. Fällt euch etwas Genaues auf? Nein? Dann schaut jetzt mal. Wer hier auf die rot gekennzeichneten Daten achtet, wird merken, dass es sich dabei um 2 aufeinanderfolgende Rennwochenenden handelt, sogenannte Doubleheader, 7 an der Zahl. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Frühjahrstests vom 19. bis 21. Februar sowie 26. bis 28. Februar stattfinden werden. Wer hier genau aufgepasst hat, wird merken, dass es 2 Tage weniger sind als 2019. In diesem Video werde ich euch nicht nur sagen, wann und wo die Grand Prix stattfinden, ich habe auch selbst erstellte Tabellen eingebaut, in denen gezeigt wird, welches Land noch bis zu welchem Jahr einen gültigen Vertrag hat. Los geht's! Brasilien, China, Monaco, Österreich und Spanien haben noch bis einschließlich 2020 einen gültigen Vertrag. Dann heißt es wohl bald Vertrag verlängern. Abu Dhabi, Bahrain, Belgien, Japan, Singapur und die USA haben noch einen gültigen Vertrag bis einschließlich 2021. Frankreich, Mexiko und die Niederlande haben sogar bis einschließlich 2022 einen gültigen Kontrakt. Aserbaidschan hat bis einschließlich 2023 einen gültigen Kontrakt. Großbritannien und Italien bleiben sogar bis einschließlich 2024 im Rennkalender. Und jetzt kommen all diejenigen, deren Verträge noch länger sind. Australien und Russland bis einschließlich 2025. Ungarn sogar bis einschließlich 2026. Und jetzt Achtung, Kanada hat einen gültigen Vertrag bis einschließlich 2029. Der Vertrag von Vietnam geht zwar über mehrere Jahre, jedoch ist es unbekannt, bis wann genau. Kommen wir zu Mikes Meinung. Schön zu sehen, dass der Kalender endlich offiziell ist. Nicht so schön ist, dass Deutschland wieder einmal nicht im Kalender ist, was mich bzw. euch sicherlich nerven wird. Testfahrten werden 2 Tage gekürzt? Naja, finde ich nicht so toll, weil jedes Team nur mal seine Zeit zum Testen braucht. Es waren eigentlich immer 8 Tage und jetzt sind es nur noch 6. Eigentlich schade. Und nun zum Community-Kommentar. Neues Twix hat folgenden Kommentar unter meinem Heizdecken-Video geschrieben. Warum sagen alle, dass Russell unter VSC ausschied? Im Replay sieht man sogar die grünen Flaggen hinter ihm. Hier ist ein Bild dazu. Das mag zwar sein, aber auch die Fachzeitschriften berichten darüber, dass der Unfall wirklich unter VSC passiert ist. Kann gut sein, dass versehentlich auf grün geschaltet wurde. Hundertprozentig genau weiß ich's nicht. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.